Warte auf mich, warte auf mich. Auf keinen Fall. Das ist nichts für Verlierer. Hi, alle zusammen. Ja, ich werde mich hier hinsetzen. Es ist zum Kotzen. Hey. Auf keinen Fall, Nerd. Dieser Platz ist besetzt. Nein, Huggy, ich gehe. Alle sind so gemein. Ich bleibe hier einfach alleine sitzen. Sieh mal, Huggy, das ist Milton Will. Du wirst diese Stadt lieben. Oh, ich habe mich fast verletzt. Lass die Kupplung einfach sanfter los. Wow, was für ein Verlierer. Wo ist Huggy? Bist du verletzt worden? Oh, du bist angeschnallt. Gut für dich. Ich sollte an meine eigene Sicherheit denken. Sorry, das muss ich rausnehmen. Das ist zur Sicherheit. Ich brauche diesen Gürtel mehr. Ich bin ein Ninja, der unbemerkt entkommen ist. Jetzt muss ich versuchen, in einem Stück zu bleiben. Auch ein Sicherheitsgurt sollte schick sein. Jetzt fliege ich nicht mehr durch die Windschutzscheibe wie letzte Woche. Wir sind da. Hey, denk nicht mal dran. Ich werde die Erste sein. Ich bin immer die Erste. Ich bleibe erst einmal hier sitzen. Geh mir aus dem Weg. Oh, tut mir leid, du bist in Ordnung. Oh nein, mein Telefon. Oh, mein Herz ist zusammen mit dem Bildschirm zerbrochen. Du wirst es wieder gut machen. Das ist interessant. Oh, sie wird meine Zeugin sein. Nein, das wird sie nicht. Ich werde euch beide loswerden. Leute, kommentiert unten und sagt uns, wer angefangen hat. Ihr seid sicher versprochen. Ich werde den besten Platz im Bus bekommen und alle werden bei mir sitzen wollen. Ja, das ist erbärmlich. Oh ja. Hey, Nerd Girl, komm mit uns. Wir werden dir zeigen, wo du hingehörst. Das ist Kidnapping. Beweg dich nicht, sonst wird es noch schlimmer. Nein, nicht. Da gehört sie hin. Naja, hier ist sowieso mehr Platz als in meinem Zimmer zu Hause. Ich hoffe, der Schlüssel passt. Ich bin raus. Was willst du, Huggy? Ich verrate dir das Geheimnis, wie man den besten Geheimraum baut. Diese Sachen sind genau das Richtige für ein Geheimzimmer im Bus. Danke, Huggy. Schnipp, schnapp. Toll, die Patchwork-Decke ist fertig. Lass uns weitermachen. Und er sagt nur, hä? Und ich so, hä? Oh nein, sie sind zurück. Sie könnten mich wieder entführen. Hey, Molly, hilf mir. Oh, oh, das könnte sie bemerken. Oh, ich habe eine Idee. Robohand, bring Huggy hierher. Ah, nein, komm schon, Hand, das ist nicht Huggy. Lass es uns noch einmal versuchen. Nein, warum sollte ich eine Glühbirne brauchen? Ich will Huggy. Wieder versagt. Oh, sie gehen einfach weg. Lass uns Jacob beim Trainieren zuschauen. Endlich, Baby, ich werde dich nie wieder verlassen. Oh, gibt es etwas, das du mir sagen willst? Wenn wir eine Glühbirne und etwas Baumwolle bekommen, können wir einen coolen Kronleuchter machen. Wow, das ist krank. Du wirst mir doch helfen, oder? So. Wo kommt die Glühbirne hin? Oh ja, in die Mitte. Schön. Jetzt müssen wir nur noch den Kronleuchter unbemerkt in den Bus schmuggeln. Oh, sieh mal, da ist Jacob. Wow, er ist so gut aussehend. Hey, er gehört mir. Stopp. Ich kann Judo. Aua, aua, aua. Das ist zwar kein Judo, aber es muss wehtun. Oh, Nerd, hilf mir. Vielen Dank. Ich werde das nicht auf sich beruhen lassen. La, la, la. Oh, mein Saft. Kühl dich ab. Ich nicht. Hallo, Hübscher. Was? Nein, ich bin nicht an deiner Sekte interessiert, danke. Er hat dich gesehen und Angst bekommen. Er hat uns nicht verdient. Beste Freundinnen für immer. Was für ein interessantes Thema für die Unterrichtsstunde. Hallo? Ich bin gleich wieder da. Benehmt euch. Oh, er ist weg. Nimm das. Hoppla. Oh, ist es gebrochen? Es ist kaputt.
Was ist passiert? Wer war das? Wir müssen zum Training gehen. Was ist hier los? Ich weiß nicht. Ich kann das nicht mehr. Räum es auf. Molly, du kannst es schaffen. Ich glaube an dich. Oh, der Bär wurde zerrissen. Diese Mädchen sind so gemein. Ich bin total durcheinander. Tu etwas, Molly. Okay, was wäre, wenn? Diese Ballons werden meinen Donut wie Puderzucker verzieren. So weit. Schön. Lass es uns zum Bus bringen. Der Bus ist so cool. Ich wünschte, es gäbe hier keine Tyrannen und alle wären freundlich. Ich werde die Räder streichen. Oh, mein Bleistift ist kaputt. Ist es Zeit, meinen coolen Mini-Drucker zu benutzen? Wow, das ist cool. Sieh dir diesen Verlierer an. Oh, wunderschöne Zeichnungen. Es wäre wirklich schade, wenn ihnen etwas zustoßen würde. Nein, bitte nicht. Warum tust du das? Wir kommen wieder. Oh, das ist wie ein Puzzle. Cooler Bus. Ich habe eine Idee. Ich muss ein Schild machen. Ich brauche viel Platz. Wo ist mein Marker? Hier ist er. Also lasst uns anfangen. Ich werde es zuerst skizzieren. Kein Marker mehr nötig. Schütteln und voila. Toll. Ich muss es nur noch in den Bus schmuggeln. Hey, immer mit der Ruhe. Das sind neue Turnschuhe. Natürlich sind sie das. Hast du etwas gesagt? Wo ist Huggy Wuggy? Schnell, folge mir, Molly. Wohin gehst du, Kumpel? Warte auf mich. Ich kann nicht einsteigen. Oh, ich habe eine Idee. Ich brauche eine Leiter. Die Stufen des Wissens wären perfekt. Ich gehe ja schon, Huggy. Oh, es ist noch hoch. Vielleicht. Ich werde mir ein paar Bücher von diesen Hooligans ausleihen. Tut mir leid, ich bringe sie später zurück. Halte das für einen Moment. Puh, puh. Oh, das ist meine Treppe zum Himmel. Toll. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ein Schild. Cooler Bus, coole Molly. Mir geht es so gut. Oh, ich habe einen Tisch gemacht. Schön. Es ist Zeit, die Rückseite zu rocken. Magst du Jazz? Was für ein schreckliches Geräusch. Lasst es uns herausfinden. La la la. Sieht aus, als hätte meine Musik ein paar coole Mädchen angezogen. Bist du bereit? Oh nein, nein, nein. Warte, was ist das? Geschlossen. Mein persönlicher Bereich ist fertig. Ich kann mein Geheimzimmer mit einem Kronleuchter dekorieren. Genau da. Was für eine schöne Wolke, nicht wahr? Ich muss meine Hausaufgaben durchgehen. Oh, sie studiert dort. Lass uns von hier verschwinden. Setz dich her, Huggy, und schau mir beim Malen zu. La 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 la. Ist. Aber Mama. Keine Widerrede. Das muss weggeräumt werden, das geht schon. Was für ein seltsames Spielzeug. Was? Mama, nicht Huggy. Nein! Mama, sei nicht so streng mit ihm. Ich habe alles aufgegessen. Yum, yum, yum. Ich rette dich, Huggy. Halt dich fest. Wow, Huggy, hast du das selbst gemacht? Es ist wunderschön. Molly, ich habe etwas Schönes gemacht. Sie räumt nie hinter sich auf. Oh, schön. Huggy und ich haben das zusammen gemacht. Hallo. Nun, eines Tages wirst du echte Freunde haben. Ich bin stolz auf dich. Schau mal, wer hier ist, deine Lieblingsgroßmutter. Hallo, Oma. Hey, Huggy, wo bist du hin? Wenn Oma heute zu Besuch kommt, gib ihr eine Umarmung von mir. Lass uns umarmen. Warte mal, wer bist du? Oh, nun, hier ist dein Geschenk. Danke. Das ist es nicht. Hier ist der Vogel. Flieg weg. Okay. Und das hat der Wolf mitgebracht.
Wow. Oh Mama, du musst dich nach der Fahrt ausruhen. Danke, Oma. Ich habe ein iPad und Hosenträger. Aha, das klappt schon. Schnipp. Jetzt habe ich eine coole Tasche für das Tablet. Naja, probieren wir sie an. Sie ist perfekt. Lass sie uns in den Rucksack packen. Morgen wird ein cooler Tag, Huggy. Was? Ich habe verschlafen. Nein, nein, ich muss zum Bus laufen. Warte, geh nicht. Das war's. Puh. Ich habe es gerade noch geschafft. Ach ja, ich hänge das an. Und jetzt zur Hauptsache, hä? Mein cooles Tablet. Schließe die Verschlüsse sicher ab, etwa so. Und natürlich alles andere, was ich für den Geheimraum brauche. Was sagst du, Huggy? Du bist großartig, Molly. Du siehst die Chum Chum Trick wieder ohne mich an. Alle meine Sachen bekommen ihren eigenen Platz und ich auch. Perfekt. Und ich sage, hau ab, Jacob, was? Willst du Spaß haben? Wow. Hey Mädels, zu wem wollt ihr denn gehen? Eigentlich ist es für Cat und Ruby tabu. Na, Tyrann, habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Au. Nimm es leicht. Aha, cool. Das verdankst du alles dir. Lächle. Sag Chum Chum Trick. Schau mal, wer auf dem Bild ist. Ich. Du bist mein Liebling. Alle gehen zurück in den Unterricht. Der Schulbus ist nicht der schönste Ort. Status ist hier sehr wichtig. Ein Nerd kann nicht mit coolen Schülern zusammensitzen. Betty sollte sich einen anderen Ort suchen. Die hinteren Plätze sind für die schlimmsten Tyrannen. Verlierer sind hier verbannt. Armes Mädchen, sie lassen sie nicht einfach in Ruhe aufs College gehen. Ein Rucksack ist der größte Schatz für einen Nerd. Er ist voll mit wertvollem Wissen. All dieses Wissen ergoss sich direkt auf Bettys Kopf. Dieses Mobbing wird sie zum Weinen bringen. Wenn sie nur so cool sein könnte wie Cat, ihre kleine Schwester. Sie ist die heißeste Cheerleaderin im ganzen Land. Alle sind verrückt nach ihr. Vielleicht wird diese familiäre Verbindung dazu führen, dass ihre Klassenkameraden Betty respektieren. Das ganze College ist besessen von Cat. Das war's. Jetzt werden sie ihre Streberschwester nicht mehr schikanieren. Wird Betty danach populär werden? Wahrscheinlich nicht. Aber sie werden definitiv Spaß haben. Die unordentlichen Schüler haben so viel Müll hinterlassen. Der erste Schritt ist, hinter ihnen aufzuräumen. Betty braucht Hilfe, aber Cat ignoriert sie. Sie hat später Training. Einmal hielt jemand Betty für eine Putzfrau und sie putzte eine Woche lang das College. Und die echte Putzfrau ging an ihrer Stelle in den Unterricht, lernte etwas und fand einen viel besseren Job. Es wird schneller gehen, wenn ihre Schwester hilft, die Sitze loszuwerden. Für Cat ist alles ganz einfach. Sie ist so talentiert. Betty ist sogar ein bisschen wütend. Eifersucht ist ein schreckliches Gefühl. Betty wird lernen müssen, damit umzugehen. Cat ist es bereits leid, Tänze zu proben und ihre Schwester zeichnet einen Bauplan für ein zukünftiges Geheimzimmer. Wenn es möglich war, einen Kürbis in eine Kutsche zu verwandeln, dann können die Mädchen das coolste Geheimzimmer aus diesem Chaos machen. Vielleicht war es eine schlechte Idee, das Fenster zu öffnen. Alles geht direkt auf Betty zu. Dieser Stoff ist perfekt für einen Baldachin. Sie brauchen mehr davon. Perfekt wie alles, was Cat macht. Wow, es sieht so aus, als ob der Busfahrer gekommen ist. Mr. Jackson träumte davon, Rennfahrer zu werden, aber es hat nicht geklappt. Aber jetzt fährt er einen Bus, keinen Rasen mehr und das ist nah genug dran. Das wahre Rennen ist sein Leben. Streunende Hunde und die Mafia sind hinter ihm her. Er rennt viel. Die Geschwindigkeit ist sein zweiter Vorname. Sie haben so viele Fehler im Namen Jackson in der Geburtsurkunde gemacht. Dieser Typ mag scharfe Kurven. Betty muss nur alle korrigieren. Okay, hat vergessen zu starten, na und? Deshalb mag niemand Nerds. Sie mag den Scheinwerfer. Jackson wird es nicht bemerken, wenn er verschwindet. Er fährt sowieso nicht im Dunkeln. Er hat Angst vor der Dunkelheit. Ihre Schwester wird diesen Scheinwerfer benutzen, um TikToks zu machen. Das ist die Sache mit Betty. Sie wollte helfen, hat aber nur das Foto ruiniert. Aber jetzt haben die Mädchen Scheinwerfer. So können sie stilvolle Beleuchtung machen. Jetzt ist klar, dass die Schwestern sehr unterschiedlich aussehen. Es ist erstaunlich. Und die leuchtende Hand ist sogar noch erstaunlicher. Sie leuchtet den Bus aus wie eine Fackel. Sie beleuchtete das ganze Innere. Betty bemerkte, dass mit ihrer Schwester etwas nicht stimmte. Sie drehte ständig ihren Kopf. Vielleicht ist es ein neuer TikTok-Tanz. Ihre nerdige Art ist interessant. Es stellt sich heraus, dass Cat nur beim Tennis zuschaut.
Viele Leute sind begeistert vom Grand Slam. Aber nicht viele von ihnen werden von einem Ball vom Weltturnier einfach durch den Bildschirm getroffen. Betty mag die virtuelle Realität und Tennisbälle. Wenn es genug sind, können die Mädchen etwas Nützliches für das Geheimzimmer machen. Wie einen bequemen Massagesessel. Als letzten Schritt kannst du sie in deiner Lieblingsfarbe streichen. Mr. Jackson kommt gerne überall zuerst hin. Manchmal muss er einige Regeln brechen und scharfe Kurven fahren. Betty hat fast ihre Brille verloren und kann sie ohne Brille nicht mehr finden. Wenn der verwirrte Fahrer in der Kabine mit dem Lenkrad in der Hand nach Kegeln sucht, bedeutet das, dass etwas schiefgelaufen ist. Die Mädchen haben keine Zeit für so etwas, er wird es schon herausfinden. Und sie können an ihrem Geheimzimmer arbeiten. Diese Kegel sind genau das, was sie brauchen. Die perfekten Beine für einen Tisch. Ups, die Mädels haben es gerade auf Cats Smartphone gestellt. Wie wird sie ohne TikTok leben? Hilf ihr dabei. Sag ihr in den Kommentaren, wo ihr Handy ist. Ohne Katzenvideos wird sie es nicht lange aushalten. Oh, danke, Leute. Cat liebt euch. Das Essen wird pünktlich geliefert. Die Schwestern sind sehr hungrig. Cat ist so durstig, dass sie den Verstand verloren hat. Sie versucht, eine Flasche mit ihren Zähnen zu öffnen. Halt! Es ist besser, ein bisschen zu schummeln und das einen Mann machen zu lassen. Mr. Jackson hat Angst vor Papiertüten. Alle Schüler wissen es und nutzen es, um ihm Streiche zu spielen. Seine starken, zittrigen Hände können nützlich sein. Die Mädchen müssen nur Flaschen unter sie stellen. Er öffnet sie wie ein Kind die Geschenke zu Weihnachten. Die Schwestern haben ihre Zähne, aber Mr. Jackson hat keine Nägel und keinen Verstand. Er wird es schwer haben mit dem Zittern, aber die Mädchen haben eine Menge Mützen. Sie haben einen coolen Spiegelrahmen gemacht. Sie müssen nur einen guten Platz dafür finden. Cat beschloss, ihrer kleinen Schwester Cheerleading beizubringen. Es ist schwieriger, als es aussieht. Es ist nicht leicht, Bettys Gesicht zu ignorieren, selbst wenn die Pompons im Spiel sind. Choreografie ist Kunst und wie alle Kunst ist sie nicht für jeden geeignet. Aber Pompons sehen an der Decke cool aus. Vielleicht sollten sie die ganze Decke mit ihnen schmücken. Erstaunlich. Sie brauchen nur noch ein paar mehr. Sie müssen sie schnell online bestellen. Oh, sie sind 10.000 Likes wert. Wie dieses Video. Bitte jeder Daumen hoch ist wichtig für uns. Danke, Leute. Jetzt ist es perfekt. Make-up ist Cats Markenzeichen. Es ist wichtig für sie, gut auszusehen. Aber es ist so stickig, dass Betty nicht atmen kann. Der Luftstrom aus der Luke half Cat beim Schminken. Aber aus der Luke zu klettern war eine schlechte Idee. Alles ist in Ordnung. Betty hat mit ihrem Kopf ein Straßenschild erwischt. Hoffentlich ist das Schild in Ordnung. Betty ist stärker, als sie aussieht. Cat will versuchen, Betty zu schminken. Vielleicht steckt ein echter Herzensbrecher unter dieser Brille. Übrigens hat Betty auf der Farm ihres Onkels einmal ein Stierherz gegessen. Aber es funktioniert noch nicht. Vielleicht liegt das Problem nicht beim Künstler, sondern bei der Leinwand selbst. Aber Cat muss auch lernen, sie direkt in den Mülleimer zu werfen. Betty ist eine Ordnungsfanatikerin. Müll auf dem Boden macht sie wütend. Sie muss das Putzen in ein Spiel verwandeln, sonst putzt die Schwester gar nicht. Cat liebt Sport und das Gewinnen. Sie ist leicht auszutricksen. Mr. Jackson ist genau pünktlich. Der leuchtende Basketballkorb überraschte ihn mehr als das Feuerwerk am Unabhängigkeitstag. Wer wirft nicht gerne mit dem Ball ein paar Körbe? Er war eines der besten Mitglieder seines College-Teams. Er saß immer auf der Bank, aber trotzdem. Athleten sind Cats Schwäche. Mal sehen, was Mr. Jackson tun kann. Ein toller Slam-Dunk. Aber der Ball fiel auf seinen Zahnstocher und jetzt ist ein Loch drin. Das ist ganz und gar nicht cool. Sie haben jetzt keinen Ball mehr. Aber kein Grund zur Aufregung, sie können damit arbeiten. Moment mal, wenn der Fahrer hier ist, wer fährt dann? Jackson dachte, es gäbe einen Selbstfahrermodus. Visualisieren ist ein guter Weg, um das zu bekommen, wovon du träumst. Jackson machte ein Fotoshooting vom Gewinn eines Rennens. Er ist sich sicher, dass es keinen Unterschied zwischen ihm und Schumacher gibt. Jackson hat den Goldpokal wirklich verdient. Das ist viel besser. Jetzt muss er beweisen, dass er ein Champion ist. Schneidet euch an, Kinder, und haltet euch fest. Jackson beschloss, für einen Snack bei Taco Bell anzuhalten. Essen am Steuer ist ein Verstoß gegen die Regeln. Es ist einfach, jeden Arbeitsplatz in ein Esszimmer zu verwandeln. Cat hat eine schöne Überraschung für ihre Schwester. Jeder liebt Geschenke, aber Betty bekommt sie nicht oft. Was da wohl drin ist? Wow, die Verfassung. Hey, wo sind denn die ganzen Seiten? Der schlimmste Albtraum eines Nerds wurde wahr. Es ist ein Buch ohne Seiten. Es ist kein Buch, es ist ein Versteck. Jedes Mädchen sollte seine eigenen Geheimnisse haben. Cat hat den ersten Buchstaben ihres Namens gemacht. Jetzt sieht jeder, dass es ihr Platz ist. Betty will es auch. Sei nicht traurig, mach es einfach wie deine Schwester.
Aber das ist der falsche Buchstabe. Tja, tut mir leid, niemand ist perfekt. Hier, das ist der richtige Buchstabe. Nimm es. Der letzte Schritt ist, ihn zu dekorieren und einen Platz dafür zu finden. Sieht gut aus. Oberhalb des Rings ist ein guter Platz dafür. Das ist das dritte Mal, dass Sie am College vorbeigefahren sind. Und die Straße ist wegen des Regens rutschig. Er wusste, dass dieser Tag kommen würde. Hier ist er, der Dienstag. Hey, nicht mit Zahnstochern werfen. Aber was für ein guter Wurf. Er hat Bettys Brief an die Wand getackert. Kat hat die Wände mit Blumen bemalt. Betty will es ihr gleich tun. Aber ihre Auffassung von Schönheit ist anders. Es scheint, als sei sie das Problem. Sie wird für immer ein Nerd bleiben. Sie kann nicht weglaufen oder einen Bus weg von sich selbst nehmen. Kat hat bereits aufgegeben. Sie will weitermalen, aber es gibt keine Farbe mehr. Betty hat das gleiche Problem. Wenn sie nicht mehr malen können, können sie leere Sprühdosen verwenden. Sie haben einen netten Organizer für Pinsel und so gemacht. Gut gemacht, Mädels. Der Bus fährt mit voller Geschwindigkeit ins Ungewisse. Der Fahrer schlief ein. Er blieb gestern lange auf und schaute, wie er tragen Bären. Selbst Kat kann ihn nicht aufwecken. Sie haben schon drei rote Ampeln überfahren und jetzt kommt noch eine Baustelle dazu. Kat flippt aus. Sie muss ihn ersetzen, während er ein kleines Nickerchen macht. Kat hat keinen Führerschein, aber sie hat immer davon geträumt, Auto zu fahren. Natürlich nicht mit einem Schulbus, sondern mit einem roten Cabrio. Sie hat gerade eine Uhr an einer Kette gefunden. Sie hat die gleiche Uhr in einer Show gesehen. Sie hypnotisierten einen Mann und ließen ihn glauben, er sei ein Hund. Ups, sie hat Jackson hypnotisiert und jetzt denkt er, er sei der Fahrer. Vielleicht wird er auch ihre Hausaufgaben machen. Aber Mathe ist nichts, was du einem Busfahrer anvertrauen kannst. Wenn er gut darin wäre, würde er das schon längst tun. Kat verbringt viel Zeit mit ihrer Schönheit. Betty will es auch versuchen. Kostenlose Proben in einem Magazin sind immer besser als das Produkt. Ihre Schwester hat eine Menge Zeitschriften. Vielleicht gibt es etwas, das ihr hilft. Wow, sie sieht toll aus. Ist es Betty oder ein neuer Hollywood-Star? Aber Mathe sollte sie besser vergessen. Die verrückten Fans jagen Kat überall hin. Jeder will ein Autogramm von ihr. Es ist Zeit, der Welt die neue Schönheit zu zeigen. Schau, sie hat alle Fans von Kat gestohlen. Kat ist sogar ein bisschen sauer. Und Betty ist so glücklich wie damals, als sie den nationalen Physikwettbewerb gewann. Jetzt sehen sie sich eher wie Schwestern und ein neues Kapitel ihres Lebens beginnt. In denen sie Puppen sein werden. Was? Ja, Bruder, es ist ein Troom-Troom-Trick. Man weiß nie, was als nächstes passiert. Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Jackson ein schlechter Fahrer ist. Sag ihm nur nicht, dass ich das gesagt habe. Das Verrückte daran ist, dass die Puppen im Zauberhaus zum Leben erwachen. Das ist auch mit Macys Puppen passiert. Als erstes beschlossen sie, sich umzusehen und ihre Mitbewohner kennenzulernen. Sie schienen seltsam zu sein. Die neuen Puppen beschlossen sofort, Barbie und Ariel zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Sie mochten sich nicht und begannen, sich über die Grenzen ihrer Gebiete zu streiten. Jenica und Monica waren mit ihren Grenzen ziemlich klar. Das Wichtigste ist, dass das Haus diesen Krieg überlebt. Hey, das ist der Lippenstift von Macy. Sie hat eine weitere Überraschung in der Hinterhand. Warte, Barbie hat es schon gefunden. Wie ist sie überhaupt hierher gekommen? Macy weiß noch nicht, dass ihre Puppen zum Leben erwacht sind. Barbie ist nicht allein zurückgekommen. Sie hat einen riesigen Schuh mitgebracht. Ist das nicht erstaunlich? Also haben sie einen glamourösen Stuhl bekommen. Cinderella würde es lieben. Aber nicht alle waren mit der Einrichtung zufrieden. Jenny ist sich sicher, dass sie das schönste Mädchen der Welt ist. Und Barbie glaubt, dass sie das alles dem Make-up zu verdanken hat. Wenn du es in einem Ballon versteckst, dann werden wir sehen, wie schön du wirklich bist. Der aufblasbare Ballon ist nicht der sicherste Ort, aber er ist sicher der ungewöhnlichste. Jenny ist in Panik. Ihr Glitzer ist weg. Jetzt bekommt sie ihn erst wieder, wenn sie beim Dartspiel gewinnt. Los geht's. Jenny wirft, aber sie ist über die Linie gegangen. Barbie lässt das Schummeln nicht zu. Das Ziel ist besiegt, aber es ist kein Glitzer da. Sag Jenny in den Kommentaren, auf welchen Ballon sie den Dartpfeil werfen soll. Sie kann deine Antworten kaum erwarten.
Barbie und Ariel spielen gerne Federball. Es macht Spaß. Aber der Federball flog nach nebenan. Barbie beschloss, die Grenzen ein wenig zu überschreiten, um ihn zu bekommen und blieb stecken. So hat Monika sie dabei erwischt, wie sie den Vertrag gebrochen hat. Barbie hat Angst davor, was sie mit ihr machen werden. Aber sie haben einfach beim ersten Mal ein Auge zugedrückt. Die Puppen beschlossen, dieses Mal netter zu ihren Mitbewohnern zu sein. Klar, sie haben etwas als Bezahlung genommen. Einen Federball. Sie werden ihn wieder brauchen. Die Puppen haben daraus eine Girlande für ihr Zimmer gemacht. Jetzt ist es viel gemütlicher. Macy hörte gerade den Baby Shark, als sie sich an ihr Spielzeug erinnerte. Wie leben sie sich in ihrem neuen Zuhause ein? Ariel muss sich mit ihrem Schwanz sehr unwohl fühlen. Das Kleid sieht an ihr besser aus. Das neue Aussehen überraschte die Puppe nicht nur, es machte ihr auch Angst. Ja, sie hatte immer davon geträumt, Beine zu haben und es stellte sich heraus, dass sie schon immer hatte. Jetzt muss sie nur noch lernen, sie zu kontrollieren und sich von jemandem mit einer Feder die Fersen kitzeln zu lassen. Gehen ist nicht so einfach. Aber sie ist ein starkes Mädchen, sie kann es schaffen. Endlich kann sie tanzen. Nicht mehr nur mit dem Schwanz im Takt der Musik auf den Boden klatschen. LOL-Puppen mögen diese ganzen Partys nicht. Barbie freut sich für ihre Freundin. Und den Schwanz kannst du als Andenken an die Vergangenheit behalten. Ja, das ist eine ungewöhnliche Trophäe. Mit ein paar modernen Änderungen würde daraus ein cooles Regal für Make-up. Hey, hör auf damit! Die LOL-Puppen haben ihren eigenen Weg gefunden, um Spaß zu haben. Male ein Foto von Barbie aus. Sie denken, dass sie mit Affenohren gut aussehen wird. Ariel hat auch welche bekommen. Diese Bilder sind so abstoßend. Das macht die Mitbewohner natürlich sehr wütend. Sie werden ihre Rache bekommen. Der Küss-die-Grenze-Trick wurde aktiviert. Die Schreckenswand ist völlig durchgefallen. Die LOL-Puppen werden das nicht verzeihen. Es ist nun völlig drüber. Macy spielt herum und in der Küche wird das Abendessen kalt. Sie ging zum Essen und ließ Ariel unter einem schweren Smartphone zurück. Barbie muss ihrer besten Freundin helfen. Und sie ist stärker, als sie aussieht. Aber Ariel ist verschwunden. Sie steckt im Smartphone fest. Um die Puppe aus der virtuellen Welt zu befreien, musst du diesem Video einen Daumen nach oben geben, und zwar jetzt. Oh, jetzt geht's. Danke, Leute. Dank dir ist sie wieder frei. Ariel ist gerettet. Und sehr müde. Genug verrückte Abenteuer für heute. Es war ein anstrengender Tag. Gute Nacht. Aber LOL-Puppen gehen nicht so früh ins Bett. Sie glauben, dass es nicht genug Licht im Haus gibt. Das ist das Kabel der Lampe. Sie lieben es, wenn alles um sie herum hell ist. So können sie die mürrischen Gesichter ihrer Mitbewohner sehen. LOL-Puppen sind so heimtückisch. Barbie wird schon braun von dieser Lampe. Sie muss sofort ausgeschaltet werden. Es ist Zeit, eure Fähigkeiten aus dem Puppen-Cheerleading-Team einzusetzen. Die Glühbirne ist raus. Ariel hat sich vor ihrem Stunt nicht aufgewärmt und Barbie hat ein paar Pfunde zugenommen. Das spielt keine Rolle, denn sie hat Ken und er ist wahnsinnig in sie verliebt. Er kommt immer mit Blumen. Er ist der perfekte Typ. Aber er ist nicht gut in Kunst und Handwerk. Barbie musste ihren eigenen Kronleuchter bauen. Sie kann schwer zu beeindrucken sein. Aber mit diesem Kronleuchter hat sie sich selbst und auch Ariel beeindruckt. Alle Puppen lieben Süßigkeiten. Sie haben sie aus Macys Süßigkeitenversteck gestohlen. Monika wirft die Folie nicht weg. Sie verwandelte sie in einen silbernen Spiegelrahmen für das LOL-Puppenzimmer. Das ist cool. Aber was macht Barbie in diesem Spiegel? Sie prahlt mit ihrem Blumenstrauß. Sie wollen ihn ihr wegnehmen. Aber das plötzliche Erdbeben hat die ganze Arbeit für sie erledigt. Barbies Blumenstrauß wäre perfekt für die Dekoration des Spiegels. Die LOL-Puppen sind sogar eifersüchtig, dass sie einen Freund hat. Die alten Puppen haben einen Plan, um sich an ihren ignoranten Mitbewohnern zu rächen. Es ist an der Zeit, dass Barbie ihre Fähigkeiten in der Schauspielschule einsetzt. Ariel ist gut darin, um Hilfe zu rufen. Es funktioniert jedes Mal. Die Spielzeugpolizei kam ihr zu Hilfe. Sie hat nicht nur eine Zuckerstange, sie hatte auch das Auge des Tigers. Es ist Zeit für sie zu arbeiten. Der Tatort wird für die Dauer der Ermittlungen eingezäunt. Oh, das Opfer wurde plötzlich wieder lebendig. Was für ein Wunder. Vielen Dank an die Polizei, die so schnell reagiert hat. Der Plan hat funktioniert. Jetzt haben sie offiziell Platz für einen Couchtisch. Das haben die LOL-Puppen nicht erwartet.
Sie werden das nicht auf sich sitzen lassen. Sie haben keine Angst vor der Polizei. Los geht's, Baby. Ich kenne das Gesetz. Ein weiterer verrückter Tag im Zauberhaus ist zu Ende gegangen. Also beschloss Macy, Huggy Wuggy anstelle von Ariel einzubauen. Was soll's? Puppen mögen auch Veränderungen. Und Macy mag Überraschungen. Barbie hat Angst und beschließt, das Bett ihrer Freundin zu überprüfen. Für einen Moment dachte sie, es sei Ariel ohne Make-up. So hatte sie sie noch nie gesehen. Aber das macht ihre Freundin normalerweise nicht. Der furchtbare Huggy Wuggy hat das ganze Haus auf die Beine gebracht. In diesem Haus darf niemand den Schlaf der Mädchen stören. Pech für das Pelzmonster. Der arme Kerl wurde wie ein Teppich auf dem Boden ausgebreitet. Macy ahnte, dass etwas nicht stimmte, als sie ihn so sah. Es passte eindeutig nicht dazu. Es ist Zeit, Ariel zurückzubringen. Keine Schminktasche zu haben, kann nur zu Ärger führen. Es ist Zeit, aufzuräumen und den Müll rauszubringen. Meerjungfrauen sind diejenigen, die die Weltmeere und das LOL-Puppenzimmer verschmutzen. Das fühlt sich an wie Fußvolleyball. Die LOL-Puppen wissen nicht, wie man verliert. Sie sind es gewohnt zu gewinnen. Mach dich bereit für den Freistoß. Ein schöner Schuss nimmt den Gegner aus dem Spiel. Aber er gibt dir einen Seestern. Das Schminkregal löst das Problem der Unordnung. Und es ist Platz für ein Foto mit einem Freund. Sie wählt alle Bilder aus, auf denen Barbie blinzelte. Jenny hat beschlossen, heute ein Sonnenbad zu nehmen. Aber wie es der Zufall so will, soll es den ganzen Tag lang regnen. Also muss sie nach einer alternativen Möglichkeit suchen, um braun zu werden. Und sie hat sie in Macys Küche gefunden. Natürlich, die Mikrowelle. Sie wird die Hilfe eines Freundes brauchen, um dieses riesige Elektro-Mallorca einzuschalten. Sie ist bereit, los geht's. Lass uns braun werden. Doch plötzlich musste Macy ein Sandwich aufwärmen. Sie ist sauer, dass die Puppen wieder im Haus herumlaufen. Die Mikrowelle ist tatsächlich gefährlich. Die Puppen haben Hausarrest. Sie weiß nicht einmal, dass Barbie auf der Couch im Wohnzimmer ausgestiegen ist. So kam es, dass sie von Macys Vater als Geisel gehalten wurde. Diese 20 Minuten kamen ihr wie eine halbe Ewigkeit vor. Wie durch ein Wunder schaffte sie es zurück ins Haus, und zwar nicht mit leeren Händen. Papas T-Shirt ist zerrissen und Barbie ist mit den Fetzen heruntergesegelt. Jetzt würde Papa wahrscheinlich seinen Rücken wegwerfen. Ja, bestimmt. Keiner wird dir glauben. Ariel wollte es nicht glauben. Und die Lumpen wurden zu einem Vorhang. Jetzt kannst du dich vor den gemeinen Nachbarn verstecken. Barbie war gerade dabei, den Raum zu saugen, als die LOL-Puppen ihr einen weiteren hinterhältigen Streich spielten. Dann stolperte sie über den Nagellack. Jenny hat ihn absichtlich dorthin gestellt. Und nicht nur das. Sie hat ihr ganzes Make-up auf dem Weg verstreut, der Barbie bis an den Rand des Hauses führte. Übrigens hat sie große Höhenangst. Ariel eilte sofort los, um ihre Freundin zu retten. Sie ist noch nicht fertig mit dem Aufräumen. Sie stellte den Staubsauger auf die stärkste Stufe, um ihre Freundin zurückzusaugen. An den Kuss mit dem Staubsauger wird sie sich noch lange erinnern. Nach einer Weile langweilten Macy ihre Comics und so beschloss sie, nach ihren Spielsachen zu schauen. Sie findet, dass es an der Zeit ist, dass die Puppen Freunde werden. Warum streitet ihr so viel? Um es gelinde auszudrücken, sie waren nicht sehr glücklich darüber. So werden sie nicht leben. Aber eine Grenze ist eine Grenze. Die Puppen haben sie selbst erfunden und bereuen es jetzt. Barbies Kopf drehte sich aufgrund der Nachricht. Das ist lächerlich. Früher ging es ihnen nur ums Kämpfen. Und jetzt sollen sie miteinander auskommen. Ariel vermisst die lustigen Tage, die sie mit ihrer Freundin verbracht hat. Sie verkraftet die Trennung nur schwer. Ihr Weinen machte Jenny verrückt und sie musste sie beruhigen. Es ist schwer, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Lass uns die Bilder neben's Bett legen. Sie kann sogar mit ihnen reden, solange sie nicht weint. All diese Staffeln der Sesamstraße und nichts zu sehen. Das brauchen wir nicht. Auch wenn sie Puppen sind, leben sie in der Welt der Technologie. Aber du kannst dir das neueste Album von The Weeknd anhören. Und du kannst aus den CDs eine schöne Dekoration für dein Zimmer machen. Sieht aus, als würden sich die Puppen anfreunden. Es ist Zeit, dass sich alle versöhnen. Schau, die Grenze ist verschwunden. Jetzt leben sie zusammen unter einem Dach und werden keinen Unfug mehr treiben. Hey du, kannst du unten einen Kommentar abgeben und uns sagen, welches Zimmer dir am besten gefallen hat? Wir wollen es wirklich gerne wissen. Und vielleicht willst du noch eine andere Geschichte erfahren. Baby Jenny und Monica haben einen geheimen Raum im Spind gefunden.
Und Monika ist sich sicher, dass sie alles verderben kann. Es ist besser für sie, Dinge nicht anzufassen. Ihre Schwester macht immer alles kaputt. Sie war nett und bot ihrer Schwester an, die Hälfte des Zimmers zu teilen. Sie müssen eine Linie ziehen, sonst ist die Katastrophe unausweichlich. Jenny glaubt, dass ihre Schwester übertreibt, weil alles unter Kontrolle ist. Die ältere Schwester hat beschlossen, das Zimmer gemütlicher zu gestalten. Schau dir ihre Regale an. Jenny will helfen, aber die beste Hilfe für Monika ist, wenn niemand sie stört. Deshalb sagt sie ihrer Schwester, sie soll auf die andere Seite des Raumes ziehen. Jenny liebt ihre Bleistifte, aber sie liebt auch Regale. Und was wäre, wenn sie Regale aus Bleistiften macht? Tolle Idee. Vielleicht ist Monika zu streng mit ihrer Schwester. Monika bekam ihre eigene Ehrenwand. Jenny hat auch was zu zeigen. Sie hat auch Erfolge. Es gibt nicht viele, aber es gibt sie. Es ist das erste Mal, dass sie nicht alles fallen lässt, was sie anfasst. Ups. Sieht aus, als hätte sie es zu sehr versucht. Wenn es schnell gemacht ist, ist es wahrscheinlich nicht richtig gemacht. Monika braucht einen Tisch in ihrem Zimmer. Sie kann ihn aus dem Klassenzimmer mitnehmen. Oh, sie hat sich zu viel Mühe gegeben. Diese Möbel sind nicht gut. Toll, das ist viel besser. Ein Kissen wäre toll. Tut mir leid, Kumpel, nichts gegen dich. Jetzt ist es richtig. Es ist perfekt für Monikas Hintern. Während die Schwester Geschichten postete, hat Jenny sich für ihre Bücher interessiert. Wird die jüngere Schwester lesen? Natürlich nicht. Sie macht einen coolen Schreibtisch aus den Büchern ihrer Schwester und spielt damit. Es ist Zeit für Monika, in den Unterricht zu gehen, aber da sind keine Bücher. Sie bekommt sie nicht zurück. Monika hat Unterricht. Sie hofft, dass niemandem auffällt, dass ihre Bücher ein bisschen anders sind. Sie wird lügen müssen, dass es eine neue Lernmethode ist und es einfacher ist, auf diese Weise zu lernen. Hausmeisterin Ruby war früher eine Lehrerin. Bis Monika und Jenny ein Vulkanprojekt brachten, das das ganze College restlos verdreckte. Ruby wurde für alles verantwortlich gemacht und sie wurde zur Hausmeisterin degradiert. Während Jenny und Monika versuchen, eine Blume aus dem Korridor zu stehlen, hat Ruby die Veränderungen nicht einmal bemerkt. Heute wird es im College regnen. Wir empfehlen, einen Regenschirm mitzunehmen. Jetzt will der Direktor herausfinden, was los ist. Sieht so aus, als würde Ruby nicht so bald wieder unterrichten. Und die Blume fand ihren Platz im geheimen Zimmer der Schwestern. Teamarbeit. Wir haben Mitleid mit der Hausmeisterin. Jenny liebt Chemie. Einmal träumte sie von einem Periodensystem und wollte sogar einen gewissen Mendeljew für die Rechte an der Idee verklagen. Aber heute faszinierte sie eine schöne Röhre. Jenny nimmt sich immer, was sie will und denkt nicht an die Konsequenzen. Ein Klassenzimmer ist wegen ihr in die Luft geflogen. Wen kümmert's? Doch im Geheimzimmer erschien ein Glaskolben. Wenn wir die Lichterkette hineinstecken, können wir daraus eine coole Lampe machen. Jetzt sieht der Raum viel gemütlicher aus. Monika ist nicht glücklich mit ihrem Gedicht. Ihre Muse hat ihre Gefühle nicht erwidert. Jenny mag keine Poesie. Der Mülleimer hingegen, der kann sich in einen coolen Hocker verwandeln. Er ist wacher als jeder Freund. Ups. Monika hat bemerkt, was fehlt und will dem Dieb eine Lektion erteilen. Okay. Was ist los, Jenny? Riecht dein Hocker komisch? Es ist der Geruch von Lügen und Betrug. Wo suchst du nach der Raumdekoration? Natürlich in der Kunstgalerie der Hochschule. Jenny bemerkte ein interessantes Kunstwerk. Aber Gemälde anzufassen ist nicht erlaubt. Jenny gibt nicht auf. Sie malte ein Bild, um es mit dem Original zu vertauschen. Es ist ein perfektes Verbrechen. Die internationale Jury kam gerade in die Galerie, um nach neuen Talenten zu suchen. Die College-Galerie hat sie wirklich beeindruckt. Aber ein Gemälde eines unbekannten Künstlers erregte ihre ganze Aufmerksamkeit. Das ist ein Durchbruch in der Welt der Kunst. Dieses Gemälde verdient es, im Louvre zu sein. Ein Meisterwerk erschien in Jennys Zimmer. Es geht ihr gut. Monika hat keine Ahnung von Kunst. Sie lässt sich von der Schönheit und Anmut des Universums inspirieren. Die Planeten sind so hell und schön und schwarze Löcher sind so schwarz. Jenny hat eine interessante Idee. Was ist, wenn die Planeten des Sonnensystems in ihrem Zimmer sind? So ist's viel besser.